Verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten. Verrate niemals die Assassinenbruderschaft. Dies sind die Lehren des Credos. Die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der Siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormac. Und das meine Geschichte. Und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Rogue. Wir sollen den Assassinen eliminieren. Na dann. Nun, ein Feuerholz ist nicht fehlen. Gebt zu, ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück, Liam. Ach, das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Lasst uns umkehren. Oh, was ist da los? Kommt. Captain de la Vérendrye und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Wer hätte gedacht, dass das Schmugglertreffen so endet? Na dann. Ich verstehe nur nicht, warum ihr mir nicht sagt, was wir hier tun. Der Chevalier beschloss, nichts zu sagen. Sind wir nicht Freunde, Liam? Sind wir. Aber das zählt. Eine Kiste plündern? Das betrifft euch nicht, Shay. Lauf ich zu schnell für euch? Ja. Ich behalte euch nur im Auge, falls ihr hinfallt und euch verletzt. Nein. Da geht's auch lang. Kann ich da was plündern? Nein, kann ich nicht. Einen Chevalier lässt man nicht warten. Merde, où sont ces crétins? Was zum Henker? Gott zum Teufel, wart ihr zwei! Wir waren jagen. Was ist passiert? Meine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph, erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun, dann fühlt euch belehrt. Boah, ey. Ich bringe dir Manieren bei, Kerl. Bitteschön. Da. Jetzt gibt's was zurück. Jetzt gibt's was auf die Schnauze. Du schwachköpfiger Kohlbauer. Bam. Voll in die Fresse. Man hat gekontert und dann voll rein. Jetzt gibt's zurück. Gentlemen, kommt! Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler. Ihr die Verwundeten. Ihr nehmt. Ihr braucht sie. Schwerter sind immer gut. Das stimmt. Kann man gebrauchen. Nur noch zwei. Sehr schön. Seid vorsichtig, Shay. Die Royal Navy erwartet uns. Aber ihr seid soweit. Erteilt ihnen eine Lektion. Sie haben keine Chance. Wo sind deine Kumpane jetzt, elender Ratte? Ah. Danke. Komm her. Pass gut auf, Männer. Ja. Diese Gesellen sind immer noch da draußen. Da ist der. Ganz leise. Alles ist gut.
Ganz ruhig bleiben. Ganz locker, Jungs. Hab ich dich. Hab dich, schnapp ich mir auch. Oh, du bist ein bisschen in Brand geraten, würde ich sagen. Eieiei. Vielen Dank. Ich war schon fast tot. Oh. Hinterher. Ab nach oben. Komm schon. Auf die Morrigan. Zack. Von hinten. Assassiniert. Und über Bord gegangen. Nächstes Mal Schwimmflügel einpacken. Oh, der verteidigt sich aber. Hey, hey. Hab ich dich. Da ist noch ein bisschen mit Klingen hier. Zack. Bams. Plündern kann ich sie nicht. Schade. Ja, ja, hier ist Ruhe. Oh oh. Nicht gut. Oh ja. Yeah. Die habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shake. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Oh, ein Schiff. Dieser Mistoffen stinkt. Ja. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Natürlich, Kommandant. Ihr habt ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Na los, ans Ruder. Ein paar von den Geretteten wollen sich uns anschließen. Wir bilden eine gute Crew. Bei ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. Aber außer mir seid ihr der erfahrenste Seemann in der Bruderschaft, Shay. Übrigens... Wir brauchen ein anderes Schiff, sei es dieses Fragment. Sie ist mein, oder? Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, natürlich. Mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten sie LT und bewegen sie R zum Zielen. Drücken sie dann RT, um zu schießen. Ja. Schießen Sie für maximalen Schaden auf den Rumpf. Alles klar. Wollen wir beginnen? Kein Problem. Ja, wohl, Freund. Mhm. Wunderbar. Sie ist ein Wrack. Aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Ach, tolles Schiff. Morgan? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Weißen? Oh, das passt gut zu euch, Shake. Zurück im Wasser, Sir! Ja, das nehmen wir doch mit. Oh, mon Dieu. Mein Schiff! Ja, da hast du's, dein Schiff. Sehen, wie die Morrigan reagiert, Captain Shay. An die Kanonenmänner. Na? Stürmisch heute. Im Eismeer. Da treffe ich noch niemanden, aber da. Zack. Verdammt. Komm schon. Tut etwas! Komm schon! Ja! Einmal die Drehung. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Zack! Boom! Ah! Hab ich dich! Hab dich! Ich bin darin, dieses Schiff immerhin gepäckbereit. Begebe mich zu den Resten der Perfo. Ei. Eine stürmische Flut halten. Singt ein Lied, Männer! Der Chevalier ist zufrieden! Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte.
Assassin's Creed Rogue. Und dann beginnt ein neues Assassinen-Abenteuer. Was haben Sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus. Mist! Ganz ruhig, ich hol Sie da raus. Sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Pest. Hallöchen. Im Animus. Animus, ja? Ja. Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake Homer Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Okay, reg dich ab. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, super lebendiger Überflieger. Hier. Was haben die genommen? Kommunikator, für den Notfall. Und jetzt raus hier. Na klar doch, Chef. Kommen Sie, Beeilung. Dieses Chaos ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen. Ja, natürlich. Es wird schon alles gut gehen. Denkt positiv. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormac war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein, isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben's gehört. Bien. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzoberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld, aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Natürlich. Dark möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Yippie! Hausmeisterjob. Wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud. Er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merk, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Natürlich. Agent da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormac der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Yippie, wir gehen Serverraum reparieren. Auf geht's. Na, 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 na. Kommt sie mit? Nein, sie bleibt da. Hey Bruder, was geht? Nix, okay, hi. Einfach einen ganz coolen hier. La, 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 la. Schönes Büro. So ist ja kein normales Büro hier, so. Ah, Serverraum, sag ich ja. Sehen Sie ein blinkendes Wireless-Signal? Ja, gut. Sehe ich. Das heißt, Sie kommen noch ins System. Na los, patchen Sie mich in Ihren Feed. Klar. Ich patche dich in meinen Feed. Wie mache ich das jetzt? Also ich soll hier hin. B drücken. Sobald der Server da ist, verbinde ich Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten aufrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl. Und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Was? Wenn das Kernsegment blau ist, stimmt alles. Wenn das Kernsegment rot ist, bedeutet das, zwei oder mehr Strahlen treffen sie gleich. Treffen sie gleichzeitig, wenn alle Kernsegmente Energie führen, ist das System repariert. Okay.
nicht komplex. Aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Wie schön. Der Mechaniker. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Berg findet heraus, dass der alte Mann von Berg in der Tat weise war. Die Assassinen wollen uns glauben machen. Okay, zurück zum Spiel. Okay, nun, ich weiß nicht, ob sie das sehen sollen. Also, sie sollten zurück zu ihrem Animus. Ja. Jetzt, da die Server laufen, könnten sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn sie behilflich sein wollen. Und sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden, wenn sie... Nun, wenn ihnen danach ist. Nicht so wirklich, ich bin nicht hier der Mechaniker. Der Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen sie. Vielleicht geben sie uns einen Hinweis. Na klar. Da Chefs Erinnerungen freigeschaltet sind, stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Gut. Dann wollen wir wieder Assassin's Creed spielen, nachdem wir Abstergo der Mechaniker gespielt haben. Ja. Sehr sinnvoll. Ich bin nicht so der Fan von diesen Abstergo-Missionen. Devonport-Ansiedlung, März 1752. Das ist verdammt lange her. Adewale. Achilles. Adewale, wie stehen die Dinge in der Karibik? Ziemlich schlecht, fürchte ich. Ich glaube, wir sollten uns darüber in Ruhe unterhalten. Kommt. Wer ist der Mann? Das ist Adewale. Er war Sklave und hat sich und hunderte seiner Brüder in der Karibik befreit. Der Mann ist die lebende Inkarnation des Kratos. Aha. Sollen wir trainieren? Bald. Vorher habe ich noch zu tun. Erzählt, was geschehen ist, alter Freund. Es war schrecklich, Achilles. Die Erde bebte und Riesenwellen überschwemmten Port-au-Prince. Wie viele starben? Tausende. Keine Familie blieb verschont. Ich hasse praktische Erwägungen in Zeiten wie diesen. Aber hat Macondals Mann seine Aufgabe vor dem Beben erfüllt? Ich weiß es nicht. Vendredi wurde nicht gefunden. Er war ein starker Maroon, einer von Macondals besten Schülern. Eine Schande. So wissen wir nicht, ob er die Stätte fand. Leider. Aber wenn unter den Wellen ein Tempel war, steht er wohl nicht mehr. Und die Artefakte, die den Weg wiesen? Gestohlen. Die Templer haben das Chaos genutzt. Sie nahmen das Manuskript und die Schatulle. Ich jagte sie auf See, aber verlor ihre Spur in New York. Wir müssen die nächsten Schritte planen. Okay, Adewale, für alle, die es nicht wissen, war der Hauptcharakter in Freedom Cry. Im DLC zu Black Flag, dem vierten Teil von Assassin's Creed, dem 4 Unity. Und... Ja...
Schauen wir mal. Trainingsgelände erreicht. Mistress Hope sucht nach euch. Ich gehe noch einen Tee trinken, bevor ich weiter trainiere. Unglaublich. So geht das nicht. Oh, was habe ich verpasst? Nur die erste Trainingsstunde. Wir trainieren ständig, Kesego Wase. Und genauso wird das auch weitergehen. Spar dir deine Worte. Shay scheut das Lernen wie der Teufel das Weihwasser. Hey. Erinnert mich an meine Schulzeit. Zum Heilen, der Bursche hat so viel Potenzial. Haben meine Eltern auch immer gesagt. Aber so wenig Disziplin. Auch das. Schon gut. Schon gut. Was soll ich für euch tun? Sehr gut. Sehr gut, das soll ich tun. Ihm wahrscheinlich folgen. Lernen. Na, von allen drei soll ich jetzt was lernen. Alles klar, fangen wir mal mit ihm an. Und? Was steht denn heute an? Gut und gerade schießen. Hier, benutzt diese. Das sind eure. Nun, ihr solltet wenigstens eine halbe Chance haben. Na los. Halten Sie auf. Nehmt euch ruhig Zeit. Halten Sie LT und benutzen Sie zum Zielen. Lassen Sie dann RT los, um zu schießen. Nachladen. Komm. Aus dem Stand kann jeder Ziele treffen. Mal sehen, wie es im Laufen ist. Komm. Weiter geht's. Na los, Beeilung. Nachladen. Ja. Chill dich. Okay, weiter geht's. Komm. Eieiei. Doch, ich habe ihn getroffen. Wo ist der nächste? Komm, nachladen. Und tschüss. Da hinten haben wir den nächsten. Die Zeit läuft ab. Ja, chill dich. Ah, sehr gut. Geschafft. Gut gemacht, Shay. Weiter so. Ihr macht das sehr gut, Shay. Lasst euch bloß nicht aufziehen. Sie meinen es gut, auch wenn sie es nicht zeigen. Okay, dann mal beim nächsten. Na, endlich taucht ihr auf. Es liegt mir fern, eine Dame warten zu lassen. Ich bin keine Dame. Vergesst das nicht. Ich bin euer Lehrer, euer Bester. Nun, einiges davon ist wahr. Was werden wir machen? 1000 Wege studieren, Leben zu nehmen. Ihr beiden, macht euch nützlich und achtet auf Shay. Okay. Könnt ihr völlig unbemerkt töten? So, schauen wir mal von oben an, würde ich sagen. Augenscheinlich, wie der Hase läuft. Na klar, aus einem Busch. Na klar. Aus einem Busch töten. Bei Sprinten töten, ach so. Beim Sprinten. Und aus einem Busch. Ihr wisst augenscheinlich, wie der Hase läuft. Ihr wart besser als erwartet. Ihr seid in der Tat viel besser geworden, Shay. Oh, lasst es euch nicht zu Kopf steigen. Werde ich nicht. Von Kasego Vase lassen. hier sind wir. Shay, folgt mir. Ihr müsst lernen, im Grenzland zu überleben. Ich denke, bisher stelle ich mich ganz gut an. Vielleicht. Aber ich kann euch mehr lehren. Okay. Folgen. Auf geht's. Hinterher. Ja, den bleibt locker dran. Ein bisschen Tempo geben hier. Was sind wir denn?
Schön. Bleib doch. Wie geschmiert. Butterweich. Tempo, Tempo, Tempo da vorne, alter Mann. Er stand mir im Weg, sonst wäre ich noch ein Ticken schneller. Es wird Zeit für die Jagd. Okay. Na dann. Gehen wir jagen. Benutzt alle eure Sinne zur Beutejagd. Hm, ich sehe schon eins, ich sehe schon eins. Da haben wir doch. Töten. Und tschüss. Töten darf nicht grundlos sein. Wir müssen nutzen, was die Natur uns gibt. Gut, dann häuten wir das Thema. Gut, jetzt benutzt, was ihr der Natur genommen habt. Anfertigungsmenü. Oh, das finde ich cool. Anfertigung. Pistolenhalter. Mit diesem Halter kann Shade 2 Pistolen tragen. Ja, klar. Ist ja geil. Damit haltet ihr eure Pistolen bei euch. Achilles muss euch noch etwas zeigen. Das Training abschließen. Mit Achilles treffen. Ah, okay, der ist da hinten. 200 Meter von uns weg. Hopp, hopp, hopp. Schön hier. In den Wäldern. Gefällt mir bisher das Setting. Schauen, wie sich die Story entwickeln wird. Ich bin echt gespannt. Ich muss sagen, mehr als bei Unity, als ich es gespielt habe. Muss ich da rein? Hm, ich kann theoretisch. Hm, dann mache ich es einfach mal. Oh, cool. Ohne Ladezeiten. Ich finde das Hammer. Nicht so wie bei Black Flag, wo noch Ladezeiten dazwischen waren. Hier wird einfach schön die Tür geöffnet. Cool. Ich hoffe, dass es überall jetzt so ist und nicht nur bei dem einen Haus. Hey, wie ich hörte, seid ein bemerkenswerter Schütze. Na klar. Wie großzügig. Danke, Mentor. Mein Schiff wartet, Achilles. Das Volk von Haiti kann eure Ladung gut gebrauchen. Sicher erhaltet ihr das Verlorene zurück. Verlorene? Die Templer stahlen zwei wertvolle Artefakte. Ein Manuskript von uralter Weisheit und eine Schatulle, mit der man seine Sprache verstehen kann. Ich habe die Templer bis zur Küste verfolgt, aber alles Weitere obliegt euch, mein Freund. Lebt wohl, Adewale. Wer diese Artefakte kontrolliert, hat Zugang zu der Macht unserer Vorfahren. Wir brauchen sie zurück, sonst droht uns allen Gefahr. Das soll wahrscheinlich ich erledigen. Mission abgeschlossen. 80%? 90%? Oh, Liams Aktion weniger als 40 Sekunden. Oh, komm schon. War doch gar nicht schlecht. Benutzen Sie um eine Waffe aus? Na, sei doch nicht so schnell hier beim Überspringen von dem Zeug. Ah, okay. Verborgenes Ding. Schwert und Dolch. Das finde ich gut. So. Dann gehen wir mal zur nächsten Mission, würde ich sagen. Über Stock und Stein springend. Du bist doch Assassine, du musst noch so einen kleinen Sprung schaffen. Runter geht's. So, dann haben wir auch schon die nächste Mission.